Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play Jurassic World Evolution. Wir haben den Jurassic World Park anscheinend übernommen, wie das hier aussieht. Erinnert ihr euch, hier fehlt nur das Besucherzentrum, das wir hoffentlich bald wieder aufbauen können. Ja, ziemlich cool. Dummerweise ist der blank. Absolut pleite, nicht geil. Und wir müssen ihn jetzt irgendwie wieder ins Leben erwecken und wir haben bisher nur 4 Dinos. Oder 5. Moment, wo ist er überhaupt, der Neue? Werde ich jetzt auch noch benennen, weil wir nicht so viele haben. Da kann ich mir mal einen Namen ausdenken. Ja? Wo ist sie denn? Wo ist das kleine blöde Vieh? Weißt du was? Da ist er. So, du bist Petra. Läuft. Kleine Petra. Ja, die war ein bisschen quengelig, ne, als sie rauskam, aber jetzt geht's. Jetzt geht's. Corinthosaurus, endlich mal einen neuen Dinosaurier wieder. Und bald haben wir ihn. Wir brauchen unbedingt Expeditionszentrum, wir brauchen unbedingt Ranger, denn wir haben nichts, um das hier nachzufüllen. Also, wir können hier genug sehen, denke ich. Yeah. Ja, 4 Dinosaurier sichtbar von 5. 79 Gäste, sehr gut. Leider haben wir jetzt auch noch Sturmwarnung. Wie es scheint. Da brauchen wir keinen Schutzraum für. 66.000, sehr gut. Wir brauchen, glaube ich, das 400.000, ne? Oh, 400.000 für das Expeditionszentrum. Für eine Ranger-Station auch 400.000. Oh, ACU auch. Forschungszentrum auch. Fossilienzentrum auch. Und ja klar, Expeditionszentrum bringt gar nichts, wenn wir kein Fossilienzentrum haben. Awesome. Ich weiß nicht, wie wir so viel Geld ran schaffen sollen. Aber momentan kriegen wir es ja zumindest hin, ein bisschen ran zu schaffen mit 30.000 pro Minute. Es wird besser. Ich hoffe, wenn der Corinthosaurus da ist, dann wird es noch viel besser. Und ich hoffe, ihr kauft jetzt auch mal endlich hier ein. Ne, machen sie nicht. Nö. Yeah, sehr gut, der war erfolgreich. Wäre auch echt scheiße, wenn nicht. Oh, aber der ist cool. Es sollten ja eigentlich alle weiblich sein, ne? Oh, das sieht schön aus. Erstmal ein Screenshot. Dieses Tier, der Corythosaurus, sieht wirklich eigenartig aus. Denken Sie mal an alle Kombinationen und Muster, die das Leben auf der Suche nach der perfekten Form ausprobiert. Dachte ich mir. Es geht nicht um Erfolg. Perfekte Form? Es geht um das Perfektionieren des Scheiterns. Immer und immer und immer wieder. Ein ständiger Prozess. Das gilt auch für uns. Naja, im Grunde geht es um den Zweck. Solange der Zweck erfüllt ist, ist es egal, ob es perfekt ist oder nicht. Es gibt keine Perfektion. Und die Perfektion des Scheiterns, ja, ich weiß, was er meint, aber... Nee. Ja, im Grunde schon, aber irgendwie auch nicht, weil es nicht um Perfektion geht. Es geht einfach nur um Zweckgebundenheit. Wenn er so überleben kann, sich fortpflanzen kann, ist diese Form für den Dino ziemlich zweckerfüllend. Guck, wie die Korde konferieren. Ja, die haben echt eine Konferenz gerade am Laufen. Sie sozialisieren, wirklich? Oh, cool. Und jetzt Ranger, könnte ich sie dabei fotografieren. Du hast nicht die 100% Geborgenheit, was ist mit dir los? Du hast genug Grasland und Wald? Ja, sozial, okay. Du brauchst noch einen deiner Sorte, aber das ist kein Problem, können wir gerade machen. Noch einen Corythosaurus. Bitterschen. Wie cool, die sich sozialisieren. Das finde ich voll toll. I like it. Wie die echt miteinander reden. Voll lustig. Super cool. Ja, das mit der Expedition wird noch eine ganze Weile dauern. So bis in alle Ewigkeit, fürchte ich. Ja, wir haben 100 Einkäufe gemacht. Dafür ist es ziemlich kacke, wie... Ja, okay, die laufenden Kosten für Attraktionen sind ziemlich gering. Ja, okay, wir... Es schadet uns nicht, dass wir die Sachen hier am Laufen haben. Es bringt uns nur was, wenn sie dann auch mal genutzt werden. Vielleicht, hier ist das Besucherzentrum, aber hier können noch ein kleines Gehege hin. Wo wir die vielleicht auslagern würden, aber wir brauchen eine ACU zum Auslagern. Das heißt, bisher, das hier ist alles, wo wir was machen können. Wir könnten hier ein kleines Fleischfressergehege hinmachen.
wo wir die anfangen auszubrüten und dann woanders hinlagern. Ich weiß nicht, wie weit ging das hier? Ne, nicht weit. Ja, doch, geht. Hier könnten wir ein Fleischwassergehege hinmachen. Das wäre möglich. Das Dumme ist, die Kosten sind ziemlich immens für so ein Ding. Das ist halt die Frage, ne? Bitte brüte aus. Wehe, du überlebst. Oh Gott, wir haben nur 50% Chance auf Lebensfähigkeit? Ja, geil. Ja, die Chance ist sehr gut, dass er nicht überlebt. Wie viel kostet das Ding? 400.000. Damn. Nee, das können wir uns auf gar keinen Fall leisten, Leute. Das können wir uns nicht leisten. Nicht für Fleischfresser nochmal. Ja. Wir brauchen Fleischfresser, aber so wie es so aussieht, könnte ich einfach einen hier reinlassen und gucken, was passiert. Wie lange brauchen die alle zu killen? And that's it. Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet wie man sich? Wie denn? Ich kann mir kein Expeditionszentrum leisten. Also sehen Sie diesen Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an. Ja, nö, tschüss. I don't care. Die Windspanne sieht gut aus, ja, mit 50.000 pro Minute, ja. Sie sieht gut aus. Aber momentan noch nicht in dem Rahmen, wie ich es bräuchte, damit ich wirklich hier vorankomme. Sieh bitte zu, dass du überlebst, Mädel. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Ja, ich habe nur dummerweise kein Fossilienzentrum und kann mir auch die nächsten Minuten keins leisten. Ich akzeptiere es mal, weil es ein Sicherheitsauftrag ist. I don't know. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Die sind echt witzig, ne? Denn ich bräuchte 800.000, damit ich den Auftrag erfüllen kann. Das war eigentlich dumm, ihn anzunehmen. Das war sehr dumm, ihn anzunehmen, weil ich kann eh nichts machen. Yeah, ja, feuer die mal an, genau. Ach, gut. Den kann ich freilassen. Sehr schön, das bringt uns noch ein bisschen Attraktionsschub. Jade. Sehr gut. Trink was. Genau, Mädel. Und dann gönn dir. Ja, eigentlich bräuchten wir Ranger zuerst. Das ist nämlich nochmal das Ding. Wir brauchen eigentlich Ranger, damit wir das wieder auffüllen können. Haha. Ich weiß auch gar nicht, wo wir die hinpacken sollen. Wir haben nicht genügend Energie. Dann müsste ich wieder neue Energie machen und so. Und hiermit, ja, die Abdeckung ist nicht so geil, aber sie ist gut genug. I think. Ja, wie gesagt, ich könnte hier ein kleines Fleischfresser-Ding hinmachen. Wir haben 200.000. Vielleicht ist das doch gerade ein guter Zeitpunkt. Problem ist, wenn die ausbüchsen, dann haben wir richtige Probleme. Wow. Der Zaun alleine kostet mich schon 200.000. Willst du mich verarschen? Mehr noch. Wie man ja gerade sieht. Mehr noch. Okay, packen wir den hier hin. Ich denke, hiermit könnten wir eine gute Abdeckung erreichen. Wenn das nicht 150.000 mal eben kosten würde, ey.
Dann könnte ich das nämlich einfach schon mal hier hinsetzen, dass es passt und dass ich dann den Zaun daran anpasse. Denn das Hammond-Ding kann ich hier hinpacken. Oder hier hinten. Nicht so wild. Ich kann ja nicht mal gucken, wie die Abdeckung sein wird. 56.000, steady. Das ist gut pro Minute, aber es reicht mir nicht. Ich brauche mindestens die 200.000 gerade, damit ich hier richtig was erst überhaupt zusammenstellen kann. Das ist schon geil, ne, hier. Das ist leider Personal. So sieht es zumindest aus. Gehen hier Leute einkaufen? Not at all, okay. Ich habe keine Ahnung, warum, Leute. Sagt mir bitte, wenn ihr es wisst. Vielleicht können wir das in der nächsten Insel verhindern oder so, dass so ein Blödsinn hier ist. Brauchen auf jeden Fall die Beobachtungsgalerie. Denn wir wollen ja davon auch profitieren, dass wir die Viecher hier züchten. Ach, das Dumme ist, die brauchen dann ja auch Essen, ne? Das sind nochmal 150.000, Leute. Scheiße. Ja, hiermit hätten wir eine gute Abdeckung. Das muss leider sein. Das könnte mir auch hier die Suppe richtig verhageln, aber... Okay. Weil das ist unsere erste wirkliche Attraktion. Und... Die muss sitzen. Nein, der Weg, wie teuer der ist. Wo endet der Zaun hier? Da. Komm schon, gib mir den letzten Rest Zaun. Jetzt muss ich auf 400.000 sparen. Oh Gott, das kostet auch schon mal 20.000. Okay, wir müssen dafür sorgen, dass der Einnahmenstrom nicht versiegt. Ansonsten haben wir ein großes Problem. Aber ein bisschen Glück klappt das. Das Ding braucht 10, ja? Vom Stromverbrauch kommen wir gerade noch so hin. Gerade noch so. Ich meine, theoretisch könnte ich da hinten auch alle... alle Produktionsgebäude wären dumm. Da muss auch noch ein bisschen was hin. Bei die Monorail die auch vollkommener Quatsch. Wäre halt schön, wenn wir schon am Wasser bauen könnten und da auch Dinos reinsetzen könnten ins Wasser. Ja, dann kann ich da das Hemd-Ding drin packen. Wir haben übrigens auch noch gar kein Tor, ne? Also. Schon. Fleischfresser werden sich schon nicht an dem Strom vergreifen, ganz bestimmt. Mhm. Warum würden die bitte sowas tun? Okay. Wir brauchen Tore. Auch wenn wir die noch nicht wirklich nutzen können. Oh, die sind so teuer? Wie viel kosten die? Die kosten mich mehr als 50.000? Willst du mich verarschen? Kostet so ein scheiß Tor? 80.000? What? Okay, scheiß auf ein Tor. Wir brauchen keine Tore. Ich meine, hier haben wir die leichten Zäune, hier haben wir die verstärkten. Das heißt, Fleischfresser kommen nicht so schnell da raus. Wir sollten vielleicht keine Raptoren direkt da reinsetzen. Das wäre nicht so geil. Die lernen sich ja ganz schnell, wie man da drüber kommt. So, es tut nicht weh, also kann ich klettern. Ups.
doch ein verstärktes Tor. Strange. 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 Okay, aber momentan läuft's. Wir haben Geld. Es wird besser. Scheiße, ich habe nicht hingeguckt. Ja, sie kaufen auch endlich mal wieder was. Sehr schön. Ich hoffe, es wird bald ein bisschen mehr, dass sie was kaufen. Das ist ungut. Die haben schon drei Sachen weggefressen komplett. Oder es ist verfault oder was auch immer. Da müssen wir was ändern dran. Wir brauchen hier außerdem Wasser. Reicht. So ein Tümpel reicht. Oh, hier ist sogar jemand drin. Sehr gut. Schön. Nicht, dass man hier auch nur ein Dino sieht, aber kannst du gerne machen. Jetzt in Ordnung. 150.000 haben wir jetzt. Wir können schon mal die Nahrung hier vorbereiten. Oder wir hoffen darauf, dass die Gäste mehr reinströmen und die Nahrung nicht direkt das Problem sein wird, sondern eher, dass wir das Hammond-Entwicklungslabor brauchen hier. Ich wünsche, ich könnte die chainen. Und könnte die dann durch eine Reihe von Zäunen jagen, damit die dann, ne, dahin kommen, wo ich sie haben will. Aber nee, leider nicht. Kann ich mir noch eine Mission anlachen, die ich relativ schnell schaffe? Hiervon zum Beispiel. Nehmen Sie den Auftrag an. Das wäre gut für uns beide. Wie hoch ist meine Gastzufriedenheit? 54%. Warum? Windspanne sieht gut aus. Ja, warum ist meine Gastzufriedenheit so scheiße? Geringe Zufriedenheit. Ja, warum? Die Sichtbarkeit ist nicht groß genug. Getränke ist mies, Spaß ist mies, Einkaufsbewertung ist mies, Transportbewertung ist auch mies. Ja Leute, was soll ich machen? Ich kann euch nicht überall in den Monorail hinsetzen, wenn ich kein Geld habe. Könnte man sagen, ich habe doch 200.000. Ja, aber... Ja, aber das Transportding hier ist wirklich scheiße. Ich glaube, hier kriegen wir die Rolling Balls. Das wird super. Das wird super. Aber erst brauchen wir die 400.000. Vorher geht nichts. Eine sehr anstrengende Insel, wie ich finde. Weil es eben einfach so lange dauert. Das ist nicht wirklich viel schwerer, wenn man erstmal ein paar Dinos rausgepullt hat. Aber es dauert ewig. Es dauert richtig ewig. Und ich meine, Leute, dass die Getränkebewertung scheiße ist, ist ja nicht mein Problem, oder? Beziehungsweise nicht meine Schuld, weil wir haben es hier. Es geht nur keiner hin. In die Restaurants. In die Bar. Wir haben sogar eine fucking Bar. Die hätte ich auch auf keiner Insel. Wenn jetzt irgendein Gebäude kaputt geht, haben wir ein Problem. Wir haben keinen Ranger. Wir können uns keinen Ranger leisten. Das kostet nämlich auch mal eben so 400.000. Und ich priorisiere gerade Dinos. Das könnte für ein ganz großes Problem sorgen. Nämlich das Problem, dass die... Scheiße. Okay, vielleicht brauchen wir doch Ranger. Ranger Station. Denn wenn wir jetzt Krankheiten haben, dann geht das ganz schnell hier vorbei. Dabei sind die doch sogar immun mehr. Was eine Erkältung, aber ich habe dein Immunsystem gestärkt, Chef. Ja, wir kriegen definitiv nicht beides hin. Also entweder eine Ranger Station oder ein Hammond Labor. Entweder oder, wir kriegen nicht beides hin. Für eine ganze Weile. Ich glaube, die Ranger Station packen wir hier hin. Ich kann keine Schulden aufnehmen. Was auch ein bisschen komisch ist. Man möchte meinen, ich kann hier irgendwo sagen, hier, gib mir Geld. Okay, das ist nur diese Hilfe. Hammond hat auch hier Milliarden reingesteckt. Wie wär's, wenn er noch ein paar übrig hat und mir mal gibt? Weil ihn stört es eh nicht mehr, er ist doch tot. Der arme Kerl. Ja, und da geht's rund. Jetzt haben wir hier richtig Spaß. Jetzt kriegen sie alle Erkältung. Wir brauchen die Ranger, wir haben keine Wahl. Ich muss alles andere erstmal hinten anstellen. Denn wenn unsere Dinos, die wir jetzt haben, verrecken, dann ist vorbei. Dann ist der Park tot. Das werden wir uns nie wieder von erholen können. Ich meine, ich könnte noch ein paar Dinos rauspolen, aber bei einer Seuche. Kommt schon, noch ein bisschen... Und die, natürlich geht die Einnahme wieder zurück. Weil wir keine neuen Viecher haben. Ich bin ja dabei, aber...
Es geht einfach nicht. Komm schon, Ranger Station. Yes. Zu teuer. Aus irgendeinem Grund außerhalb des bewohnbaren Bereichs, weil die so pingelig sind hier. Hier können wir sie hinbauen. Okay. Okay, passt. So ist dies fucking teuer, was Stromverbrauch angeht. Das heißt, wenn wir das Hammond-Ding hier hinbauen wollen, brauchen wir danach auch ein neues Kraftwerk. Yay! Baut mal schneller, unsere Dinos sind krank. Das war scheiße, Leute. Das war richtig scheiße für uns. Man könnte richtig übel ausgehen. Beziehungsweise alles noch mehr verzögern, was ich ziemlich doof finde. Naja. Ich sollte mal die Isla dazu schreiben, ne, welche Insel wir gerade sind. Mal gucken, ob ich dran denke, das zu überarbeiten. Die Parts dahingehend. Na, guck mal, die machen immerhin Solarenergie. Hier ein bisschen. Ein bisschen nur. Also normalerweise muss das ganze Ding hier voll sein, damit das wirklich was bringt. Allein eine der Klimaanlagen reicht dafür. Dafür reicht es nicht. Ein Tropfen auf einen heißen Stein. Okay, du. Aufgabe. Go. Oh, damn. Bestätige Aufgabe. Okay, wir haben noch einen. Shit, 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 shit. Tor. Tor. Go. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Gib mal ein bisschen Vollgas, Freund. Zum Glück hatten wir gerade genug Geld für noch ein Tor. Damit die Ranger überhaupt da hinkommen. Sonst hätten wir den Zaun einreißen müssen. Das wäre nicht so schön gewesen auf Dauer. Ich meine, sind nur Pflanzenfresser. Wenn die umherlaufen, ist nicht ganz so schlimm, aber... Noch einer. Normalerweise kostet das Heilen auch. Nochmal extra Monies. Schneller. Produkt identifiziert. Getroffen. Oh Gott, jeder Pfeil kostet, ey. Gute Arbeit. Dann. Produkt entdeckt. Naja, okay. Melde Fehlschuss. Scheiße. Dann. Produkt vollständig behandelt. Jeder Schuss kostet mich. Scheiße. Empfange Produktbericht. Kacke, ich sollte näher hinfahren. What? Karl-Heinz? Sichtkontakt mit Produkt. Hier muss es auch dann sein. Behandlung abgeschlossen. Oh, drüber geballert. Geil. Kostet mich ja nur jedes Mal 6000. Kann ich die Typen jetzt rausschmeißen? So, du bist jetzt auf jeden Fall behandelt. Übernehme Steuerung. Okay, dann. Damit können wir noch ein bisschen warten. 60.000 immer noch. Bin geneigt, noch einen Dino vorher auszubrüten, und zwar einen Edmontosaurus, auch wenn er uns nicht so viel bringt, aber er bringt uns was. Ankylo wäre mir natürlich lieber oder sowas, aber... Wir brauchen den Hammond-Kram, damit wir hier ordentlich was machen können. Okay, euch geht zumindest wieder besser. Das ist klasse, die Ranger sitzen wieder auf ihrem Platz. Ich weiß gar nicht, wie die Betriebskosten von dem Ding hier sind. Gar keine anscheinend. Oh cool, guck mal, hier gibt es noch einige andere Jeeps.
Wie schalten wir die frei, ist die Frage. Würde mich interessieren. Denn einfach nur dieser Orange, den finde ich doof. Ich will schon das... Oh, der 1993er Jeep. Der wäre cool. Der wäre mega cool. Den hätte ich gerne. Der wäre voll gut. Die Bar ist aber auch irgendwie cool. Und kriegen wir noch Flugsaurier, würde mich interessieren. Das wäre geil. Gastzufriedenheit geht zumindest ein bisschen hoch. Die würde noch ein bisschen mehr hochgehen, wenn wir auch ein paar Fleischfresser hätten, ne? Wie gut ist denn unsere Inselbewertung? Noch nicht mal eins. Wir haben eine sehr geringe Vielfalt. Ja, I know. Die Vielfaltsstrafe ist halt heftig, die Grundbewertung. Wir machen trotzdem 63 daraus. Ja, weil das hiermit schon fast negiert wird. Mit der Authentizität und der Modifikationen. Inselbewertung von 3 und Küstengebiet mit einer Inselbewertung von 5. Oh, wir kriegen mehr Gebiet. Interesting. Was wird denn dann freigeschaltet? Hier, oder? Wahrscheinlich. Obwohl, hier kommen wir eh hin. Keine Ahnung. Kein Plan. Aber lustig. Ja, der Part ist gleich schon wieder vorbei. Wir haben nicht wirklich was gerissen, ne? Boah, ist das schwer, Leute. 200.000 ist gut. Ich will das Hammond-Ding als nächstes unbedingt haben. Hammond, ich brauche dich. Channel deine Kraft. Ich kann halt auch die Geschwindigkeit, glaube ich, nicht erhöhen oder sowas. Dass wir sagen können, okay, hey, gib mal Gas. Nee, ist nicht. Im Grunde warte ich ja nur darauf. Monorail könnte ich bauen. Souvenirladen, Spielwarenladen, Kleiderladen. Ja, Spielhalle, Fossilgebiet. Das kann, geht alles bei mir noch nicht. Deswegen will ich es ja auch nicht abreißen. Gut, okay, die Gewinnspanne von 62.000 ist in Ordnung. Die bleibt stabil erstmal. Das ist gut. Die ersten Viecher abkratzen. Wir müssen sehen, dass wir hier die Fleischfresser noch rausbekommen. Und vielleicht bauen wir das Ding auch hier hin. Und direkt am See finde ich auch ein bisschen doof. Wird die einfach durch die Tür glitschen? Naja, warum auch die Animation machen? Da schaut eh keiner hin. Bei den vielen Leuten. Okay, wir können nicht viel anderes machen. Ich meine, wir können mal mit den Rangers rumdüsen. War lustig. Dauert eh noch eine Weile. Ah, interesting. Guck mal, die Physik ist gut gemacht von dem Car. Nein, ich will mitfahren. Interessant, dass wir keine überfahren können. Möp, möp. Hupen? Ja, ich kann hupen. Voll gut. Ja, man hört auch den anderen Sound auf der Unterfläche hier. Auf der Unterfläche, auf der Fläche. Wir haben einen neuen Fahrzeugskin freigeschaltet. Oh, cool, weil wir rumgefahren sind, oder was? Wird wahrscheinlich. Ja, es gab ein Achievement. Drive the Ranger Team's Vehicle at top speed for 5 consecutive seconds. Okay. Ach ja, und beim Springen, ne? Wenn wir springen würden, würden wir das auch bekommen, wenn wir ein paar Sekunden in der Luft bleiben. Wetten, das hält mich hier gleich auf. Ich würde mich gerne da runterspringen jetzt. Ah, wie gemein. Voll gemein. Ich kann durch die Bäume fahren, oder? Ja. Keine Physik. Oder keine Hitbox praktisch. Okay, ich kann dingsen. Würde mich interessieren, ob ich es schaffe. Oh, wirklich? Ich komme nicht mal da hinten hin. Okay, aber da kann ich springen. Das versuchen wir mal. Nee, kann ich doch nicht. Ich müsste halt auf Top Speed fahren dafür. Oh, guck mal, jede Art, überall, wo man hier springen kann, ist Ende, ne? Ist doch scheiße. Ich will jetzt springen. Oh, ich habe die 400.000. Sehr gut. Das Hammond-Ding kann jetzt kommen. Weißt du was? Komm, jemand andermal. Have fun, guys. Fahrt heim. Überall, wo man hier springen könnte, ist Sense. Das ist doch scheiße. So, Hammond-Ding.
hier geht's nicht. Hier geht's auch nicht. Oh, was? Hier geht es. So, dann latschen sie direkt ins Wasser. Ich meine, vielleicht kühlt sie ein bisschen ab. Ist ja in Ordnung. So, du. Weg. Ja, kein Strom. Buhu. I don't really care. Wir haben hier noch keine Fleischfresser. Wirklich? Wieso geht's hier nicht? So eine quirlte, miese Kacke. Ist mir egal, ich mache jetzt so lange hier rum, bis das Ding hier sitzt. Geht das hier nicht? Ich verstehe einfach nicht, warum das hier nicht will. Hier ist doch Platz. Abgesehen davon, dass dieses Ding eh viel zu groß ist. Ne, geht nicht. Dann passen wir es einfach an, bis es passt. So, dann. Passt. Weil ich das sage, dass es passt. So. Läuft. Okay, jetzt müssen wir nur den Strom wiederherstellen. Ich hoffe, du hast Strom. Ja, du hast Strom. Das Ding ist, der Stromverbrauch ist zu hoch. Also, was machen wir da? Verbesserte Leistung 2. Ich halte den Ausfallschutz direkt hinterher. Das mag ich an Ihnen. Sie bringen Ergebnisse. Erste Zufriedenheit hoch, sehr gut. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen Geld. Und das bedeutet, wir können dann sofort einen Dino in Auftrag geben. Das ist doch cool. Sobald der Weg verbunden ist. Okay, das interessiert die Gäste zumindest nicht, weil die gehen ja nur hier lang. Brutkasten, wir wollen... Oh my freaking God, sind die Fleischfresser teuer, ey. Der günstigste kostet uns 400.000. Ja, wäre gut. Ein Dilo wäre besser als gar nichts, obwohl der Keratosaurus fände ich besser. Also den fände ich besser. Warum habt ihr nichts? Achso, weil ihr mit dem Strom mitgehangen habt. Bitteschön. Okay, wir machen immer noch Geld. Ein bisschen. Aber Leute, das wird erst im nächsten Part weitergehen. Ich überlege mir, wie wir das richten. Dass es doch noch funktioniert. Wir sollten auf jeden Fall auch gucken, dass wir hier noch ein Tor reinpacken. So zum Beispiel. Oh, sogar ziemlich günstig hier. Ja, moin. Okay. Und ich schau mal. Gesundheitsschatz. Wir müssen halt Geld dran schaffen, ne? Und wenn wir das haben, wenn wir die Viecher haben, dann kriegen wir hoffentlich auch ein bisschen mehr Zeug. Ein bisschen mehr Leute. Schauen wir mal, beim nächsten Mal. Schreibt mir einen Kommentar, lasst mir eine Bewertung da und wir sehen uns hoffentlich dann wieder. Bis dann, Leute, bei Jurassic World Evolution. Tschüss!